Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 7. November 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 730 und heute habe ich die folgenden Themen mit für euch dabei. Xerox Note 10 und Note 8T, Fürtour, irgendwas von Ikea auf jeden Fall, eine Datenpanne und Hybrid-HR. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema. Xerox ist euch ein Begriff. Habt vielleicht ihr schon mal einen Drucker von der Firma gehabt? Wenn nicht, habt ihr eventuell vielleicht mal einen Drucker von HP gehabt. Das sind zwei große Firmen, obwohl Xerox ja nur ein Drittel so groß ist wie HP, möchte jetzt, zumindest wenn man dem Wall Street Journal Glauben schenken mag, Xerox HP schlucken. Und zwar nicht nur den Druckbereich, sondern auch den Computermarkt, den sie da auf dem Markt haben. Der Grund ist ein einfaches. Beide die Firmen wollten sich vor doch schon circa eineinhalb Jahren neu erfinden, neu strukturieren. Das unter anderem, weil eben vor allem der vorher genannte Druckbereich halt einfach deutlich nachgelassen hat in den letzten Jahren. Das ist ja wie bei kleinen Kameras, die von Smartphones abgelöst wurden und so weiter, halt der Wandel im Markt. Und beide müssen Kosten sparen und einer der Wege, wie man das eben machen könnte, ist durch das Schlucken vom einen vom anderen. Wir dürfen gespannt sein. 27 Milliarden ist zumindest HP aktuell wert. Da bin ich dann schlussendlich gespannt, was da für eine Zahl auf uns zukommt. Gestern habe ich noch davon gesprochen, dass Samsung in seinem zukünftigen S11 eine 108, wie heißt das Teil, Megapixel starke Kamerasensor verbauen möchte. Der ist von Samsung, also eben ein Eigenentwickler von Samsung. Und ja, ich habe dann von mehreren von euch, besten Dank an der Stelle und liebe Grüße, die Rückmeldung bekommen, dass ja heute soweit war, also besser gesagt gestern soweit war. Und Xiaomi in Madrid für den europäischen Markt das Mi Note 10 und das Redmi Note 8T vorgestellt hat. Das haben sie getan mit eben einer Kamera, die mehrere Kamera, ein Smartphone mit mehreren Kameramodulen, ist ein Mittelklasse Snapdragon Prozessor drin, 6 GB RAM, 128 GB Speicherplatz. Das ganze Smartphones gibt's etwas um die 550 Euronen rundherum, hat einen riesen Akku, 5280 mAh und das große oder das interessante an dem Teil ist natürlich die Kamera. Wie gesagt, zum einen ist der von Samsung entwickelte 108 Megapixel Sensor als Hauptkamera und dann kommen weitere Module dazu, eine 12 Megapixel, 5 Megapixel, 20 Megapixel und eine 2 Megapixel. Die haben jeweils unterschiedliche Aufgaben, von Zoom über Ultraweitwinkel bis zu Makro und Telefon oder Telefotolinsen und nicht digitalen Zoom, sondern optischen Zoom etc. und so weiter. Am besten lest ihr den Blogpost durch, wenn ihr das nicht eh schon mitbekommen habt, dass eben Xiaomi das Teil gestern noch vorgestellt hat. Jetzt kommen wir zu diesem IKEA-Teil, ein smartes Rollo, das hatten wir schon ein paar Mal hier in den Dailies mit drin. Und die sollten ja von Beginn an so smart sein, dass sie auch mit smarten Assistenten arbeiten können. Zumindest mit denen von Google funktioniert das, wie man in diversen Testberichten liest, ziemlich gut. Wo es nicht ganz so gut läuft, ist mit Alexa. Das wurde jetzt erst richtig eingebaut, aber anscheinend eben nicht so, dass es funktioniert. Man kann irgendwie sagen, mach mal den Rollo um 20% runter oder um 50 und so weiter. Was man aber nicht sagen kann, öffne den Rollo oder schließe den Rollo. Das versteht Alexa nicht. Ich hoffe, dass das ganz stark an der Befehlskette liegt und dass man da noch was umsetzen kann, weil wie gesagt, der Google Assistant versteht's, dann könnte es ja mit einem Update dann auch Alexa verstehen. Habt ihr solche smarte Rollos von IKEA? Ich würde ja gerne. Ich hoffe, dass die bald auch in die Schweiz kommen. Dann haben wir wieder mal eine Datenpanne und ich bin fast müde, es wieder zu erwähnen, aber es ist so traurig. Facebook hat wieder mal einen Bock geschossen und zwar etwas, was schon seit längerem offen ist. Eine Schnittstelle, die sie eigentlich im 2018 geschlossen haben, die aber immer noch da ist. Man kann über die Facebook-Gruppen über eine Schnittstelle an Daten gelangen. Was für welche das sind und warum man das jetzt abgestellt hat oder möchte und die Entwickler dazu darum bittet, die Daten, die sie da rausgesogen haben, zu löschen, das könnt ihr nachlesen. In den Shownotes ist ein Link mit drin. Einfach nur peinlich, Facebook. Mach mal ein bisschen vorwärts.
Dann hat Fossil, nachdem sie an der IFA schon mehrere Smartwatches vorgestellt haben, jetzt neu eine Hybrid-Smartwatch vorgestellt, also eine Uhr, die aber auch digital ist, also smart ist. Zum einen normale Zeiger, wie man es halt kennt aus der analogen Welt, und in der Mitte dann noch ein Display mit mehr Anzeigen. Auf den Namen hört sie Hybrid HR, und die wurde, wie gesagt, jetzt offiziell vorgestellt. Man kann sie vorbestellen. Die ganzen Daten, was die drin hat und drauf hat, das ist so ziemlich das Gleiche, was eben die anderen smarten Uhren von Fossil, die sie an der IFA vorgestellt haben, auch. Ich bin ja ein großer Wearable-Fan und werde mir die nach Möglichkeit auf jeden Fall anschauen. Seit vorgestern, jetzt auch schon 4 Tage, habe ich die von Huawei, die neue, die werde ich auch für euch testen, und habe da noch 2, 3 andere liegen, über die ich dann auch mal was erzählen werde, oder besser gesagt dann auf dem pogipsi.ch Blog darüber schreiben werde. Wer es also interessiert, verfolgt den Blog. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich bin müde, bald ist die Woche fertig. Euch noch ein gutes Durchhalten und ja, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.